Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arbeit mit Muße, dem Podcast, der mit Menschen spricht, die auf dem Weg sind oder bereits da sind, dass sie das tun können, was sie wirklich, wirklich wollen und bestenfalls damit auch ihr Geld verdienen. Ich freue mich sehr, denn heute ist wieder ein neuer, toller Gast im Podcast, und zwar Baskast. Baskast ist ein deutsch-niederländischer Autor, welcher schon mehrmals auf den Bestsellerlisten stand. Insbesondere mit seinem letzten Buch, Der Ernährungskompass, wurde er mit mehreren Buchpreisen ausgezeichnet, unter anderem das Wissensbuch des Jahres. Bas, der Biologie und Psychologie mit dem Schwerpunkt Hirnforschung studiert hatte, arbeitete viele Jahre lang als Wissenschaftsjournalist für verschiedene Magazine. Und jetzt ist ein neues Buch erschienen und es ist, anders als die anderen, ein Roman. Es ist das Buch des Sommers, Werde, der du bist. Und ich habe eine Bewertung auf Hugendubel gefunden, die schrieb, auf der stand, Baskast hat ein Buch mit Persönlichkeit und Charakter über Persönlichkeit und Charakter geschrieben. Bas, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und magst du einmal dein neues Buch mit 3 Stichwörtern beschreiben? 3 Stichwörter. Also, erstens Selbstfindung. Ja. Zweitens Umgang mit dem Tod. Und drittens Leben im Moment. Sehr schön. Selbstfindung, was war der ausschlaggebende Moment dafür, dass du dieses Buch geschrieben hast, da du ja sonst immer sehr faktische Bücher geschrieben hast? Jetzt Selbstfindung ist natürlich ein anderes Thema. Ja, und gut, also ich habe natürlich sehr viele psychologische Themen immer verfolgt. Also mein erstes Buch war über das Gehirn und das Ich und so weiter. Also da ging es schon ein bisschen darum. Ich habe das ja auch studiert. Ich habe ja Psychologie studiert. Mhm. Eigentlich bin ich ja Diplompsychologe. was heißt eigentlich? Ich bin das. Ich habe aber nie als Psychologe praktiziert. Ich hatte eine Praxis mit Patienten. Der Hintergrund ist da. Ja, der Hintergrund ist da. Und dann auch die Bücher. Also das zweite Buch war über die Liebe. Ich habe ein Buch über Intuition, über Kreativität, über das Glück in der heutigen Gesellschaft. Eigentlich war ja dieser Ernährungskompass, der dann zum Riesenbestseller wurde, war eigentlich für mich eine thematische Verirrung. Also weil ich mich wirklich mit diesen psychologischen Themen so von meinem natürlichen Interesse her gerne beschäftige. Und das ist auch jetzt wieder der Fall mit diesem Werde, der du bist, oder mit diesem Selbstfindungsroman. Mhm. Das eigentlich ungewöhnlich ist jetzt nur das Genre, dass es kein Sachbuch geworden ist, sondern ein Roman. Würdest du denn sagen, da du ja den Ernährungskompass geschrieben hast, dass dieses neue Buch eher so eine Art Selbstfindungskompass ist? Ja, schon, wenn man, ja, genau, also wenn man diesen Begriff des Kompass ein bisschen strapazieren will, ja. Weil es gibt natürlich in diesem Fall, bei der Ernährung kannst du ja echt so eine klare Richtung vorgehen. Ja, genau, also, Pläne aufstellen. Ja, du hast also wirklich so eine Richtung wie mit dem Kompass auch, da ist Norden, also es gibt ja dann auch im Buch so Kompassnadeln. Und so oben sind die Dinge, die man mehr essen sollte und unten, die man weniger essen sollte. Und in der Mitte sind so ein bisschen neutrale Bereiche. Mhm. Also mehr Gemüse, mehr Nüsse, mehr Linsen etc. Und unten dann so weniger Zucker, weniger verarbeitetes Fleisch wie Wurst, Salami etc. Das kann man also ziemlich klar sagen. Man kann ziemlich klar eine Richtung nennen. Und ich denke jetzt, der Unterschied jetzt, man kann es schon so nennen, ist, dass es aber insofern keinen Kompass gibt, als der Kompass muss in dir liegen. Das ist, wenn also mehr Fragen aufgeworfen, es geht mir um einen Bewusstwerdungsprozess, von wegen, tue ich das in meinem Leben, was ich wirklich tun will? Gibt es verborgene Träume in mir, die ich nicht gelebt habe, die ich eigentlich noch gerne leben wollte? Bin ich zufrieden mit dem Leben, so wie ich es führe? Habe ich mich selbst verraten? Bin ich identisch geworden mit mir selber? Ist mein Umgang mit mir, mit der Zeit, mit dem Augenblick, ist der so für mich in Ordnung? Oder rausche ich so durch das Leben hindurch und irgendwann, wenn ich alt bin, wenn ich 80, 90 bin, stelle ich mir die Frage, ach, wann habe ich eigentlich gelebt? Mhm. Und darauf gibt es natürlich von mir jetzt keine Antworten. Wie soll ich die auch für dich zum Beispiel jetzt geben? Natürlich. Aber die kann ich ja schon geben bei Ernährung. Mhm. Aber in diesem Fall nicht. Aber ich kann natürlich anfangen, Fragen in dir, oder es
wäre schön, wenn es mir gelingen würde, Fragen in dir aufzuwerfen oder so eine Art von Bewusstwerdungsprozess anzuregen. Ja, vielleicht den Kompass auch eher als Intuition sehen, ne? Also nicht als faktische Richtung, sondern eher Genau. als man Genau. hat die Ja, ist ja auch, Ahnung. genau, ja, es ist ja auch schwierig, da wirklich so Fakten aufzudröseln. Ja. Man muss das, und deshalb denke ich auch, dass der Roman gar nicht, ich will nicht ausschließen, dass sowas auch in einem Sachbuch geht. Natürlich geht das auch. Aber der Roman ist doch, im Sachbuch geht es in erster Linie dann um Informationen, Sache, die man rüberbringt, und im Roman in erster Linie um Emotionen. Und insofern erreicht man natürlich über eine Geschichte und über eine Figur, die selber unter diese Problematik leidet, die sich diese Fragen selber stellt, erreicht man das Gehirn, sagen wir mal, auf eine andere Ebene. Man spricht nicht nur diese rationale Schicht des Gehirns an, sondern auch eher so das Unbewusste. Weshalb es ja auch im Traum nicht umsonst auch viel um Träume geht. Also eher so die Sprache des Unbewussten gesprochen wird. Ja. Wie viel, oder bevor ich das frage, die andere Frage, du hattest eben noch gesagt, Umgang mit dem Tod, darum geht es auch. Und du, gleichzeitig hattest du gesagt, dass der Ernährungskompass ein Ausflug quasi thematisch war für dich. Ja, eine Verirrung, ja. Ich hab ja gelesen, dass du im Grunde dieses Buch geschrieben hast, da du quasi, ich sag mal, körperlich krank wurdest, kann man das so sagen, und Ja, dadurch die auf jeden Ernährung Fall. quasi anpassen wolltest. Gibt es da Parallelen? Also gab es da vielleicht Ja. auch beim Thema Umgang mit dem Tod, was in Ja. das Buch eingeflossen ist? Ja, ich denke schon. Also ich hatte wirklich Herzbeschwerden. Ich hatte so ein Herz, also mit Anfang 40 fing er so an, dass ich so ein Herz stolpern, insbesondere so beim Joggen. Insbesondere in den ersten, ich jogge relativ viel, auch heute noch. Also insbesondere so in den ersten Moment vom Losjoggen, das so, ja, es fühlte sich merkwürdig an, wie so ein Herz stolpern. Und meine Frau sagte, ja, du musst mal Warming-up machen und so. Und das habe ich gemacht, das hat nichts gebracht. Und das wurde immer schlimmer, bis es dann wirklich zu so einem massiven Stich in der Herz, in der Brust kam, was einfach nicht unbedingt so schmerzhaft, aber so in einem existenziellen Sinne bedrohlich. Stehst wirklich da und hoffst, dass du diesmal noch davon kommst. Ja, und das ist schon eine gewisse Todesangst. Und ich denke, das hat mich enorm beeindruckt, auch weil es häufiger dann vorkam. Es war nicht eine einmalige Sache. Es kam irgendwie häufiger. Teilweise hatte ich so Todesangst, auch im Schlaf dann manchmal so sehr unangenehm aufgewacht, schreiend aufgewacht auch. Also wirklich Durch durch. Schmerz oder durch Ja, also durch so eine, Angst tatsächlich? dass irgendwas mit meinem Herzen nicht in Ordnung ist. Auch so ein Okay. Herzstolpern wieder. Ja. Nicht unbedingt ein massiver Schmerz, aber so irgendwas stimmt nicht mit dem Herzen. Und daraufhin habe ich, eher durch Zufall, habe ich meine Ernährung dann umgestellt, weil meine Schwester eine Diät gemacht hat. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass es mir körperlich besser geht. Auch die Herzbeschwerden waren auch erstmal nicht weg. Ich hatte sehr viel Kopfschmerzen auch. Die sind als erstes verschwunden. Ich merkte, es ging mir körperlich besser. Und dann nach und nach, so nach Wochen, Monaten und wirklich verschwunden waren diese Herzbeschwerden so nach einem Jahr oder so. Und sie sind sie bis heute. Also das hat schon wirklich etwas bewirkt auch, aber Wow, ja. das kam so nach und nach. So, und ich denke, das hat schon sicherlich dazu beigetragen, bei mir so ein Todesbewusstsein zu wecken. Dann kommt hinzu, ich bin jetzt 47, ich habe nicht nur das Gefühl, sondern es ist einfach so, ich habe jetzt länger gelebt, wahrscheinlich, als ich noch leben werde. Das ist einfach so eine Realisierung, die kommt. Und dann denke ich, was auch wirklich stark dazu beigetragen hat und immer auch noch wieder dazu beiträgt in meinem Alter, sind meine drei Söhne. Und du hast einfach dieses Gefühl, wenn du Vater wirst, okay, hier ist eine nächste Generation. Und du, das ist so ein bisschen dein Ablösungsprozess, beginnt jetzt. Weil man es immer wieder vor Augen hat. Ja, du verschwindest langsam, du gibst jetzt auch Sachen weiter, du erziehst jetzt im Sinne der Naturgeschichte, der Evolution. Das ist der Anfang von deinem Zurücktreten und jetzt kommt eine neue Generation. Ist das, in dem Buch hattest du geschrieben, dass
der Valentin, der Onkel von dem Hauptcharakter, dass der oftmals zum Friedhof geht, um sich quasi den Tod immer wieder vor Augen zu haben. Ist das das, was du gerade mit deinen Söhnen beschrieben hast, dass eben du einfach sehr viel mehr schon gelebt hast? Ist das quasi das Gleiche? Ja, also ich meine, das ist also ein Tipp. Also ich denke, wir verdrängen den Tod in unserer Gesellschaft. Der Tod ist nicht präsent. Alte Menschen sind für gewöhnlich nicht mehr in unseren Familien, die versorgen wir persönlich. Manche schon, das ist sehr, sehr erschöpfend auch und sehr emotional, sehr kann zermürbend auch sein und ein bisschen an die Grenzen der eigenen Fähigkeiten bringen. Ich habe mein Vater selbst ist an Parkinson erkrankt und lebt bei meiner Schwester im Haus. Und es ist sehr anstrengend. Er war auch eine Zeit lang bei mir. Ich habe das natürlich auch miterlebt, wie anstrengend das auch ist. Aber das ist nicht mehr gewöhnlich in unserer Gesellschaft. Viele alte Menschen sind in irgendwelchen Heimen, die wir selten zu Gesicht bekommen. Wir verdrängen abgeschottet. Ja, ein bisschen schon. Und auch die erste Konfrontation mit dem Tod ist oft dann das ein eigenes Familienmitglied, ja gut, in der Zeitung und so in den Nachrichten bekommt man natürlich immer wieder mit, wenn ein Prominenter stirbt. Das berührt einen jetzt nicht so wie so jemand in der unmittelbaren Gegend. So, und das ist so, in archaischen Gesellschaften war das, denke ich, anders. Da war der Tod viel näher. Ich meine, es gibt ja auch so eine Geschichte, dass Goethe zum Beispiel den Totenschädel seines Freundes Schiller im Gartenhaus hat. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist oder ob es wirklich so war. Okay, hab ich noch nicht gehört. Auf jeden Fall hatte er einen Schädel. Ich weiß nicht, ob er von Schiller war, aber es heißt, er war von Schiller. Also viel mehr Präsenz des Todes, auch dann durch den Anblick dieses Schädels, der normalerweise natürlich dann irgendwie im Grab ist. So, ich erfinde in dem Roman diesen Tipp, dieser Onkel Valentin, der ja ein bisschen die weise Gestalt in diesem Buch ist, um sich des Todes wieder bewusst zu werden, um dieser Verdrängung entgegenzuwirken, geht er eben einmal die Woche oder einmal zwei Wochen oder was auch immer, macht einen Spaziergang zum Friedhof. Und ich tue das jetzt nicht, aber ich habe für den Roman habe ich es tatsächlich auch gemacht, um mal zu gucken, wie es dann ist. wie viel Autobiografie ist in diesem Buch? Also ja, schon viel. Also es sind schon sehr viele autobiografische Dinge. Diese Erinnerung an den Tod, die über mich natürlich über einen anderen Weg an mich herangekommen ist. Also das sind immer so Motive. Ich kenne also dieses oft, das sind so die Szenen, die man beschreibt, ne? Wie dieser Tipp jetzt, der geht jetzt einmal pro Woche zum Friedhof und wird sich so des Todes bewusst. So habe ich das nicht gemacht, aber der Tod trat über einen anderen Weg an mich heran. Das heißt, immer das Gefühl ist sowieso immer autobiografisch, sonst könnte ich darüber gar nicht schreiben. Aber die Szenen, die konkreten Szenen sind oft erfunden. Aber das Gefühl, das dahinter steht, das damit ausgelöst wird, das ist mir sehr vertraut natürlich in jeder Zeile. Sonst könnte ich das auch gar nicht. Und in diesem Fall, denke ich, ist eben dieses Gefühl, sich des Todes bewusst zu sein und eben nicht immer nur zu verdrängen, so wichtig, weil wenn man sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst ist, verschwendet man nicht mehr so viel Zeit, wie wir es tun, ich es zumindest tue im Alltag. Also wenn ich jetzt wüsste, ich würde nächste Woche sterben, dann würde ich meine Zeit jetzt nicht mehr verschwenden, indem ich rumgoogle oder rumtwitter oder irgendwie mich ärgere über meine... Man verschwendet ja nicht nur Zeit, man verschwendet auch jede Menge Gefühle. Man streitet um nichts mit seiner Ehefrau, mit der man geschworen hat, ein Leben lang zusammen zu bleiben. Also warum sollte man jetzt noch so über Kleinigkeiten noch so streiten? Wir verschwenden Zeit und Gefühle. Und das kann man eigentlich nur, wenn man denkt, dass man ewig lebt. Dann kann man auch eine Menge Zeit verschwenden. Und auch eine Menge Gefühle. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich nächste Woche sterben würde, dann würde ich einen Spaziergang machen in der Natur.
Dann würde ich meine Kinder beobachten, wirklich bei ihnen sein, ohne Handy. Ja. Dann würde ich ein gutes Gespräch mit meiner Ehefrau führen. So, ich denke, neben der Angst, neben dem Unangenehmen des Todes, gibt es eben auch positive Aspekte, dass man sich nicht nur weniger Zeit und weniger Gefühle verschwendet, sondern dass man auch daran erinnert wird, was wesentlich ist im Leben. Was will ich wirklich? Worauf kommt es wirklich an? Ich verschwende so viel Zeit, ich weiß oft nicht, was ich tun soll. Aber angesichts des Todes, wenn ich wüsste, ich habe jetzt nur noch ein Jahr, wüsste ich ganz genau eigentlich, wie ich dieses letzte Jahr verwenden wollte. Also weniger mit Facebook und weniger mit Ärger und dies und das, sondern vielleicht mit etwas Vernünftigem, mit etwas Produktivem, mit etwas, was ich für wertvoll halte. Und dieses Wertvolle, wir wissen das und das finde ich wirklich wertvoll im Leben. Ja. Und doch verlieren wir es so im Alltag leicht aus den Augen. Und für mich ist der Roman oder die Tat, das auch aufzuschreiben, ist für mich jetzt in erster Linie so eine Erinnerung an mich selbst. Von wegen was, weißt du? Du verschwendest viel Zeit und auch was, weißt du? Du hast Schwierigkeiten, im Augenblick da zu sein, im Augenblick präsent zu sein, im Augenblick zu leben. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinen Söhnen bin, immer das Handy dabei, schnell nervös werden, weil sie zum dritten Mal die Bauklötze in der gleichen Weise stapeln und es anfängt, mich zu langweilen. Statt wirklich präsent zu sein und diese Zeit zu genießen. Und das ist in vieler Hinsicht so, dass ich den Augenblick als auch früher in meinem Leben oft als Hindernis erlebt habe, auf dem Weg in eine Zukunft, der größeres Glück verspricht. Aber dieses größere Glück kommt eigentlich nie. Es ist in meinem Kopf. Also es ist quasi schon da und man muss es nur finden, also wie jetzt quasi auch der Buchtitel. Ja, denke ich schon. Also in vieler Hinsicht ist das Glück in dir selbst schon da. Es kann auch niemals irgendwo anders sein. Und trotzdem denke ich, dass nicht nur ich, sondern viele von uns dieses latente Gefühl haben, nee, Glück ist, wenn ich das und das und das in der Zukunft erreicht habe. Wenn ich dieses Buch fertig geschrieben habe, dann ist Glück. Das stimmt nicht. Denn wenn ich dieses Buch fertig geschrieben habe, denke ich schon wieder an den nächsten Moment in der Zukunft, wo dann das wirkliche Glück auf mich wartet. Und also ich erweist sich mehr und mehr, je länger ich lebe, auch als Illusion, dass das Glück verschiebt sich ständig nach hinten, liegt irgendwo immer in der Zukunft. Bis das Leben irgendwann vorbei ist und man sich fragt, ja, warum habe ich nicht gleich angefangen zu leben? Ich erkenne mich da auf jeden Fall auch sehr wieder. Also mit dem quasi besser darin sein, im Moment zu sein. Was ich mich nur frage, was natürlich da, das ist eine sehr, das, was du gerade gesagt hast, ist eine sehr schöne Sichtweise, die ich auch wirklich sehr unterstütze. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die im Grunde bei der Präsenz oder wenn sie zum Beispiel zum Friedhof gehen und den Tod immer vor Augen haben, dass sie dann eher so eine Art Sinnlosigkeit fühlen im Leben. Also eher, warum sollte ich denn was machen? Weil ich werde ja sowieso sterben. Es wird quasi nichts da bleiben, so ungefähr. Aber das stimmt das? Das weiß ich, also ich fühle so nicht, zum Glück. Aber was könntest du diesen Leuten sagen? Ich denke, gerade weil das Leben endlich ist, weil du keine zweite Chance im Himmel oder sowas hast, solltest du versuchen, aus diesem einen einzigen Leben das Beste zu machen. Und den Sinn in diesem Leben, das Einzige, das es gibt, zu finden. Und dieser Sinn kann nur aus dir selbst herauskommen. Natürlich, in einem objektiven Sinne sind wir alle Sternenstaub und kehren wieder dorthin zurück. Und irgendwann wird auch das Universum als solches verschwinden. Aber wir hatten das Glück, für einen Moment aus diesem Staub sozusagen in eine Struktur gegossen zu werden, die fähig ist, etwas zu empfinden. Das ist ja schon allein das, dieses Wunder,
dass du hast diesen Kosmos, diese ganze Evolution. Wir sind ja wirklich irgendwie Völliger in Form Zufall. Sternenstaub, ja. Ja. Und wir sind, so viel wir das wissen, die einzige Form, Lebensform, die wirklich mit vollem Bewusstsein auf diesen Kosmos wiederum blicken kann, sozusagen, und diesen Kosmos untersuchen kann, sich selbst untersuchen kann, so etwas wie Glück auch bewusst verfolgen kann und so weiter. Und das ist ein Wunder einfach. Und dieses sozusagen, dieses Wunder zu respektieren, zu realisieren, was für ein Wunder ist, Also man und selber nicht, ist. dass man selber ist. Genau, man könnte sagen, dass der Kosmos, wenn wir Sternenstaub sind, der sich so organisiert wie ein Mensch, wie unser Gehirn und so weiter, ist sozusagen der Kosmos, wird sich über uns, wird es sich seiner selbst bewusst. Und jetzt kann der Kosmos, da wir ja Sternenstaub sind, jetzt kann der Kosmos im Grunde anfangen, über sich selbst nachzudenken. Nur weil er so eine Struktur hervorgebracht hat wie wir Menschen. Was für ein Wunder das ist. Und das ist bald wieder vorbei. Und dann zerfällt man wieder in einzelne Atome und Moleküle und Atome. Und dieses Bewusstsein ist verschwunden und es ist vorbei mit dieser Selbst, mit diesem. Ja, mit diesem bewussten Sein. Das ist, und das ist nur, das ist, wenn man es in kosmischen Dimensionen sieht, das ist so wie so eine Sekunde. Und also ein Bruchteil, ewiges Nichts vorher, ewiges Nichts danach, und dann diese kurze Moment von Bewusstsein. Und diese Zeit verschwenden wir auch noch. Und da denke ich, da kann man dann auch wirklich sagen, nee, das ist ein Wunder. Du kannst es selber mitgestalten, dieses Wunder. Du kannst dem selber Sinn geben. Du kannst in diesem Leben auch gut sein. Du kannst auch etwas in anderen bewirken. Und über diesen Weg bist du zwar nicht unbedingt jetzt ewig, aber über diesen Weg kannst du auch über deinen Tod hinaus irgendwie fortdauern, oder deine Inspiration kann fortleben, indem du andere inspirierst. Das ist schon, finde, das ergibt schon, das gibt, kann auch dem eigenen Leben wiederum sozusagen einen Sinn geben. Du gehst, das stimmt, aber du hast diese Welt, die auch in vieler Hinsicht irgendwie beschissen ist, hast du ein Stückchen besser hinterlassen. Sei es nur in deinem Umfeld oder wenn du in der Öffentlichkeit wirkst, in einem vielleicht größeren Kreis. Also ist es vielleicht wirklich, dass man eher sich darauf konzentrieren sollte für, ich sag mal, die Begeisterung und auch die Dankbarkeit, dass man eben ein Teil davon sein darf für kurze Zeit. Ja, nicht nur das. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, würde ich auch sagen. Da muss man auch mal bei stillstehen und sagen, ja, von all den, die meisten, also du gehörst zu dieser Ausnahmeperson, die überhaupt geboren wurde und die das Glück hatte, dies alles erleben zu dürfen. Alle anderen haben, ich meine, die realisieren sich gar nicht. Es gibt nur, was für ein Wunder, dass es dich gibt. Für diesen kurzen Moment. Nur, das ist der eine Aspekt der Dankbarkeit, sicherlich. Man kann mal mehr dabei stillstehen und dankbar dafür sein. Auf der anderen Seite, wir sind dieser Welt nicht nur ausgeliefert, sondern können in dieser Welt mit unserem Handeln, mit unserer Energie, mit dem, was wir tun, auch etwas bewirken. Wir können auch etwas entweder Negatives bewirken oder Positives bewirken in dieser Welt. Wir können sie zum Positiven ändern. Wir können dazu beitragen, dass wir sie etwas besser hinterlassen, als sie vorher war. Und auch das, denke ich, erfüllt das eigene Leben mit Sinn. Ein Leben fühlt sich sinnvoll an, wenn du merkst, ja, du hast anderen Menschen geholfen. Also zum Beispiel eines der befriedigendsten Aspekte von dem Ernährungskompass war, als ich merkte, woran ich gar nicht gedacht habe eigentlich, als ich geschrieben, natürlich im Abstrakten denkt man dann dran, ne, dass irgendwann liest das ein anderer Mensch und stellt vielleicht deshalb seine Ernährung um, weil du das geschrieben hast. Wenn du schreibst, denkst du überhaupt nicht daran, weil es um technische Sachen geht.
Habe ich die Sätze gut formuliert? Ist Kapitelstruktur klar? Ja, Habe ich ja. Cholesterin verstanden? Habe ich das alles richtig? Habe ich richtig zitiert und so weiter? Aber du denkst nicht dran, dass am Ende dieses Vorgangs sitzt da jemand, den du nicht kennst, in seinem Zimmer oder wo auch immer, liest das und stellt vielleicht daraufhin seine Ernährung oder ihre Ernährung um. Und es geht ihm oder ihr besser dadurch. Ich habe so viele Briefe bekommen, wo mir die Leute das gesagt haben. Ein älterer Mann zum Beispiel, der über 70 schon war, der mir schrieb, ja, lieber Herr Kasti, ich dachte mir schon auf meine alten Tage, würde ich mich daran gewöhnen müssen, oder ja, daran gewöhnen müssen, damit leben müssen, für immer einen Bierbauch zu behalten. Und jetzt, aber nach der Lektüre Ihres Buchs, habe ich doch nochmal einen Versuch gewagt, ein bisschen vernünftiger mich zu ernähren. Ja, und habe jetzt in den letzten 2 Wochen, was weiß ich, 2, 3 Kilo abgenommen. Fühlt sich gut an. Und sozusagen, dass du etwas so als was bewirken kannst, das muss ja nicht in der Öffentlichkeit bei einem Fremden sein, das kann ja auch in deinem privaten Umfeld sein. Aber ein Leben Das beeinflussen. gibt deinem Leben natürlich auch Sinn. Und dann war es nicht egal, dass du da warst. Und dann ist es sozusagen, du verschwindest wieder, aber es war nicht egal, es war nicht sinnlos. Deine Ja. Existenz war nicht sinnlos. Das bei dem Bild mit dem Kompass, den wir vorhin hatten, ist das ja so ein bisschen, dass jeder Mensch dann wie so ein Grad mehr zu der richtigen Einstellung, also Kompasseinstellung, hilft jemand anderem. Finde ich total schön. Und ich habe hier eigentlich meine Fragen und wir kommen ja von einem Thema zum anderen. Ich wollte noch einmal bei dem Thema Tod was sagen und dann würde ich hier gleich nochmal anschließen. Und zwar hattest du im Buch, hatte ein Charakter gesagt, Zitat, wer hat wohl mehr Angst vor dem Tod? Ein Mensch, der ein erfülltes, glückliches Leben führt oder einer, der unzufrieden ist, weil er vor lauter Geschäftigkeit nicht zu dem Leben gekommen ist, das er eigentlich hatte leben wollen? Ich finde das tatsächlich eine sehr schwere Frage. Ich habe da echt viel drüber nachgedacht und das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema dieses Podcasts, ne? Das im Sinne von, dass man letztendlich das findet, auf berufliche Ebene auch gesehen, womit man aber auch glücklich ist, ne? Womit man aufgeht und dass dann kein Job mehr in dem Sinne ist. Aber ich habe da tatsächlich nicht wirklich für mich eine Antwort gefunden, ob der glückliche Mensch nicht das vermissen würde, was er hatte, aber das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich sehr, sehr schon mal eine gute Richtung dahin. Oder derjenige, der sowieso, ich sag mal, zu Tode betrübt durchs Leben geht, und nichts vermissen würde, hätte der Angst. Was ist da? Ich habe da keine klare Antwort für mich gefunden, muss ich sagen. Ja, und im Buch eine klare Antwort gegeben. Also ich meine, es gibt vielleicht eine Tendenz. Ja, es wird eher als offene Frage gesehen. Genau. Also und die Hauptfigur, ich meine, die Frage wird aufgeworfen im Buch. Ne, wer ist glücklicher? Und die Hauptfigur sagt ja, nun, jemand, oder wer hat mehr Angst vor dem Tod? Die Hauptfigur sagt ja nun, jemand, der wirklich, sagen wir mal, du hast jemand auf Silicon Valley, ein Billionär. Er hat all dieses Geld, hat dieses fantastische Leben und was weiß ich was. Und viele Billionäre wollen ja auch ewig leben, nebenbei gesagt. Insofern, für mich ist die Frage auch nicht so klar. Oder die Antwort ist nicht so klar. Da könnte man sagen, der hat so viel Glück. Es fällt natürlich unheimlich schwierig, ein Leben loszulassen, das einen so erfüllt und so viel Glück gibt, das so fantastisch ist. Wer wollte aus diesem Leben treten? So, und die Hauptfigur sagt das ja auch. Also, wer hat mehr Angst vor dem Tod? Dann sagt die Hauptfigur Nikolas, sagt ja auch: Nun, ich könnte mir vorstellen, jemand, der verdammt glücklich ist, dem fällt schwer loszulassen, während jemand, der unglücklich ist, für den ist der Tod vielleicht eine Erlösung sogar. Ja, genau. So, und da hält eben sein kluger Gesprächspartner im Buch, der Christopher, der hält da dagegen. Also es ist eigentlich etwas, was der römische Philosoph Seneca gesagt hat. Seneca sah es anders. Seneca sagte nämlich nun,
Eigentlich ist derjenige, der ein erfülltes Leben hatte, kann leichter loslassen. Er kann sagen am Ende seines Lebens, ich habe das, was ich in meinem Leben erreichen wollte, habe ich erreicht. Ich habe das gelebt, was ich leben konnte. Ich habe mein Leben wirklich gelebt. Es gibt nichts Ungelebtes in mir. Es gibt keine ungelebten Träume. Es besteht kein Zwang, dieses Leben jetzt fortzusetzen. Und mit so einem Gefühl kann ich leichter gehen. So wie wenn ich den Tag gut verwendet habe, wenn ich den Tag voll genutzt habe, kann ich gut einschlafen am Abend, weil ich nicht das Gefühl hatte, ah, ich habe dies verpasst, ich hätte das besser machen können, ich habe hier Zeit verschwendet und so weiter. Und dann grübelt man während man im Bett liegt, noch darüber nach, was man alles hätte tun sollen. Ja, man kann nach einem Tag, wo man gut gearbeitet hat, alles gemacht hat, was man machen wollte, kann man gut einschlafen. Man hat das erledigt. So, so ist der Gedanke so ein bisschen. Während derjenige, der Träume hatte, große Träume, Sachen, die er tun wollte im Leben, Sachen, die er sich vielleicht in seiner Jugend vorgestellt hat, das will ich aus meinem Leben machen. Und alles hat er nicht auf die Reihe bekommen. All das hat sich nicht realisiert. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil er eher dem Geld nachgegangen ist. Vielleicht, weil er irgendwie den Antrieb verloren hat. Vielleicht, weil das Schicksal dazwischen gekommen ist. Und der sitzt jetzt da als 80- oder 90-Jähriger und sagt, verdammt, eigentlich hätte ich das hartnäckiger verfolgen sollen. Ich wollte immer einen Roman schreiben und habe es nicht versucht, nicht wirklich versucht. Ich wollte immer ein Unternehmen gründen und habe es nicht getan. Ich wollte immer ein halbes Jahr Auszeit nehmen, nach Australien gehen und dort surfen. Einfach nur ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, was wäre es gewesen auf 80, 90 Jahre? Aber ich habe es nicht getan. Bitte gib mir jetzt noch ein bisschen Zeit, um endlich das zu tun, was ich eigentlich tun wollte. Bereuen. Diese sinnige Antwort eben, dass er da sagt eben, ja, ich denke, derjenige, der eben in diesem Sinne unglücklich ist, der wird es schwieriger haben, das Leben loszulassen. Es gibt dafür auch Beispiele, so, wenn man sich so Persönlichkeiten anschaut. Also ein Beispiel, das mir einfällt, ist Einstein, der auch so mit 76 dann stellte sich für ihn die Frage, ob er, ich glaube, er hatte eine innere Blutung, ich weiß nicht ganz mehr genau, aber es stellte sich die Frage, ob das noch groß operiert werden soll. Und er sagte mit 76, also ein Alter, aber jetzt auch nicht so irre hoch, er sagte, nein, nein, das ist schon okay, ich habe meine Sache hier auf Erden getan, sagte Einstein. Und das ist eben diese Seneca-Haltung. Ja. Meinst du, er war sich darüber bewusst, weil die Bücher gab es ja damals auch schon? Einstein oder Also ob Seneca? Einstein sich Seneca bewusst war, also diese Das, Einstellung. ich denke, Einstein hat das wirklich selber so gefühlt. Ich denke, für Einstein, meine, das war auch ein erfülltes Leben. Er hat viel Der hat eben, erreicht oder ja, viel bewegt. und zu Lebzeiten auch schon eine Anerkennung in höchstem Maße erfahren. Nobelpreis bekommen, zwar nicht für die Relativitätstheorie und so weiter, aber ja auch zum Popstar dann auch geworden ist, großen Einfluss hatte, auch in der Politik. Er wurde ja gefragt, ob er Präsident von Israel wird. Ach so. Ja, also größte Anerkennung und natürlich ein erfülltes Leben. Er ist wirklich, man kann bei Einstein wirklich sagen, er ist zu demjenigen geworden, der vom Kern seines Wesens her war. Und das ist eben die Frage, die ich in meinem Roman aufwerfe. Natürlich, wir sind keine Einsteins, aber wir können schon mehr oder weniger identisch mit dem werden, der wir so vom Kern unseres Wesens her sind. Und die Frage ist dann in der Tat, und die kann ich auch nicht abschließend beantworten, die Frage ist aber, ob dieses nicht auch dabei hilft, also zu werden, der man ist, dieses nicht auch dabei hilft, besser mit dem Tod umzugehen, weil man dann sagen kann, okay, ich habe dieses Leben gelebt. Es ist okay, ich habe meine Sache hier getan. Ich finde das so interessant, weil ich habe gelesen, dass eine Person, die du auch sehr gut findest, Elon Musk ist.
Und Ja. er hatte auch in einem Podcast-Interview letztens wurde er gefragt, so scherzhaft, dass er ja quasi vom Typ her und vom Geld her so eine Art Tony Stark von Iron Man wäre und sich doch auch einfach so ein cooles Haus bauen könnte mit überall Elektronik und allen möglichen Ja, Spielkram. ich Und weiß. da sagte er auch, von wegen, ja, also man könnte das machen, aber er will halt die Zeit, die er dafür, um sich das alles zu überlegen, Ja. könnte doch er dafür verwenden, auf den Mars zu fliegen. Ja. Und er hat, ich glaube, er sieht das so extrem faktisch. Ich meine, er ist natürlich ein eigener Typ. Ich glaube, er ist sich total bewusst vor dem Ende und dem Tod und will einfach so effizient wie möglich diese Zeit noch nutzen. Ja, ich Aber habe das, hast du auch gehört? ja, ich habe genau dieses Interview auch gehört und dass er natürlich, er war ja auch das Vorbild für Tony Stark, ne? Er hat so ein Krass. Cameo auf, er hat in einem der, wie heißen die Filme nochmal? Iron Man, oder? Iron Man, Also, genau. In einem der Iron Mans hat er so ein Cameo-Auftritt. ja, Ich weiß stimmt. jetzt nicht, in welchem, Zweiten, eins, zwei ja. oder drei, in einem der ersten, glaube ich, weil er tatsächlich von Anfang an für die Filmleute Vorbild für Tony Stark war. Ach, das wusste ich nicht. Ja. Ich meine, vom Typ her passt er, aber das ist cool. Genau. Genau, passt er. Und ja, ich habe dieses Interview gesehen und er sagt in der Tat, ja, damit ich mich damit beschäftigen, so ein perfektes Haus zu machen, tatsächlich, was ich will, ist die Welt, den Übergang zu nachhaltiger Energie ermöglichen. Nummer eins mit Tesla als sozusagen Beispiel, sehr wichtige Beispielfirma. Und ich möchte, dass die Menschheit multiplanetarisch wird. Das ist das zwar seine zweite Firma, SpaceX. Womit er das versucht. Die sind gestern ja, Neuer Testflug, ne? ist eine SpaceX-Rakete mit 4 Astronauten an Bord erfolgreich in den Orbit gestartet. Und ja, er ist in vieler Hinsicht eine extreme Ausnahmefigur natürlich. Ich weiß nicht genau, woher dieser enorme Drive kommt. Er sagt aber zum Beispiel auch, dass also wiederholt in Interviews, viele Leute bewundern das, ne? Die sagen, oh, cool, so ein Leben wie Tony Stark und Billionär und zwei Firmen und Chef von Tesla. Und dann hat er ja auch irgendwann noch so eine Hollywood-Frau als Freundin. Mittlerweile, jetzt ist er ja mit Grimes zusammen, mit der Sängerin. Und er sagt wiederholt in Interviews, ich glaube nicht, dass sie unbedingt ich sein würden. Sagt, ich glaube nicht, dass es besonders angenehm ist, ich zu sein. Und das ist natürlich auch interessant zu sehen, dass dieser Drive, dieser enorme Tätigkeitsdrang, auch sicher ein Geltungsdrang, irgendwoher vielleicht auch aus Regionen der Psyche kommt, die eher mit Schmerz und Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit und was auch immer zu tun haben. Jemand, der vollkommen ausgeglichen ist mit sich, hat nicht einen solchen Drang, glaube ich, sich auch zu beweisen, sich selbst Dinge zu beweisen. Ich meine, ihm reicht ja eine Firma nicht. Ja, ich glaube aber bei ihm ist es auch einfach unglaublich, diese Begeisterung, die er einfach Ja, verspürt. das Er ist der ist, positive Teil, ja. ähm, Ja, absolut. wür, Nee, würdest und deshalb auch meine Bewunderung. Ich habe das auch geschrieben. Wen bewunderst du? Ich glaube, auf meiner Webseite unter Ich anderem. glaube ja. Wen bewunderst du? Dann habe ich habe Hans-Magnus Enzensberger, den ich persönlich getroffen habe, einen KI-Forscher namens Marvin Minsky, den ich auch persönlich getroffen habe, und Elon Musk aufgeschrieben, den ich leider nie persönlich getroffen habe, was cool wäre natürlich. Ich habe einmal, als ich beim Stern war, ich habe ja öfters so als Journalist auch für den Stern geschrieben, ich habe mal gefragt, sag mal, habt ihr keine Möglichkeit? Kontakt. Ja. Habt ihr keine Möglichkeit? Und die sagten mir, die hätten jetzt einen Fuß in der Tür bei irgendeinem deutschen Ingenieur von SpaceX. Und indirekt könnten sie so auch mit Elon Musk vielleicht in Kontakt kommen. Aber es ist nicht einfach. Er war ja auch gerade in Berlin. Ja, ist jetzt häufiger in Berlin, natürlich in Grünheide. War jetzt schon mehrmals da. Klar, wenn man sich dann da auf dem Feld hinstellt, um ihn mal so zu sehen, das geht. Ich fände es natürlich dann schön, ein Interview, ein wirkliches Gespräch mit ihm zu führen, was er auch Definitiv. mit manchen Podcastern tut. Also vielleicht
Vielleicht hast du mehr Glück als ich, aber das sind eher so Technik-Podcaster, wo er sich dann Ja. manchmal drauf einlässt. Ja, ich glaube, technisch könnte ich da nicht mithalten bei ihm. Ja, genau. Nee, der muss irgendwie ein Batteriefreak sein oder ein KI-Freak. Dann Ja. macht er das. Ja. Weil er selbst auch so ein bisschen so ein Nerd natürlich. Er ist halt unglaublich auf dem Boden geblieben, trotzdem für sich irgendwie. Und das ist, er ist einfach ein extrem, er ist so ein Einstein unserer Zeit, glaube ich. Ja, und wenn er redet, er spricht er oft so auch mit so und dann überlegt er. Und wo man sagen würde, das ist jetzt nicht so ein brillanter Rhetoriker, und trotzdem, es ist, ich finde, faszinierend, ihm zuzuhören. Und das ist irgendwas steht dahinter, wo man dieses, was du sagst, diese kindliche Begeisterung wie von einem Kind spürt, so eine kindliche Ursprünglichkeit, die da ist, Energie, Frische, eine Unbefangenheit auch. Muss man sich mal vorstellen, dass jemand sich, nachdem die NASA das aufgegeben hat, sagte, okay, ich will hier privat mit einer Privatfirma eine dauerhafte Besiedlung des Mars ist das Ziel. Ja. Und das Ziel von Tesla ist nicht, gut, viele werden es so sehen und mag auch so sein, ist aber nicht, Autos zu verkaufen. Das explizite Ziel von Tesla ist der Übergang von fossiler zu regenerierbarer Energie zu forcieren oder zu beschleunigen. Und tatsächlich hat er genau das bewirkt, so wie es im Moment aussieht. Alle haben das verschlafen, alle deutschen Firmen haben dieses verschlafen. Der Übergang zur Elektrifizierung, jedenfalls von Autos. Und sie machen dann auch, Tesla macht ja auch mehr, also auch mit anderen Firmen wie Solar City und so, machen die auch Gesamtpakete, wo sie das gesamte Dach mit Solarzellen bedecken, sodass du also wirklich deinen Strom dann auch von Solarenergie direkt in deinen Tesla füttern kannst und so weiter. Also das ist schon ziemlich durchdacht. Er ist ja auch, also er passt ja auch einfach zu diesem ganzen Oberthema ziemlich viel, weil er natürlich jemand ist, der wirklich sehr stark nach vorne geht. Er hatte, meine ich, als Tesla noch relativ jung war, als es so aufkam, hatte er, meine ich, sogar Baupläne der Batterien für die Autos veröffentlicht, damit eben Ja. andere Hersteller schneller in diese neue Zukunft gehen können, Richtig. was ja extrem sozial, also ein extrem sozialer Ja. Motivator ist. Ja, die haben eine Policy. Ich bin mir nicht, nagel mich nicht fest, aber ich glaube, sie legen einfach alle Patente offen. Alle? Ja, ich glaube schon. Also sozusagen, ich weiß nicht, wie das für Zukünftige ist. Es kann sein, dass sie Zukunftsprojekte haben, wo sie einfach einen Vorsprung behalten wollen. Und es gibt einen großen Bereich, wo sie einfach Patente freigeben. Aber ich weiß nicht, was genau da die Politik ist, ob das für Vergangenes geht, wo sie nicht mehr eingeholt werden können, was sie dann jetzt frage. Es geht sicherlich nicht für Ja, Zukunftsprojekte. müssen natürlich auch überleben. Aber Genau. das ist schon etwas, was, finde ich, ihn auszeichnet und ein deutliches Zeichen auch für ihn als Mensch Ja, irgendwie ja, ja. ist. Ja, genau. Das sind so Zeichen, wo man dann auch ernst nimmt, wenn er sagt, okay, es geht hier um den Übergang zu einer neuen Form der Nachhaltigkeit auf dieser Welt. Und da tragen wir als Tesla zu bei. Ja. Okay. Elon Musk könnte man, glaube ich, ewig drüber reden, aber Ja. wir waren vorhin auch bei dem Thema eben genau das für andere etwas bewirken. Was möchtest du mit oder möchtest du etwas Besonderes mit dem Buch bewirken bei anderen Menschen oder war das für dich eher so eine Art Auseinandersetzung? Du meinst jetzt Das das Buch Buch. eines Sommers, der Ja, Roman? genau. Hi und vielen Dank für das Zuhören bis hierher. Die Folge ist ein bisschen länger geworden und daher habe ich sie in zwei Teile geteilt. Teil 2 geht dann genau hier weiter und kommt nächste Woche Freitag raus. Wir sprechen im Weiteren der Folge darüber, warum Bas das Buch des Sommers geschrieben hat und was er damit bei seinen Lesern bewirken möchte. Ebenso sprechen wir über das Thema Berufung und wir holen eine Zuhörerin in den Podcast und sprechen hier über den Schreibprozess für seinen ersten Roman. Vergiss nicht, dass du das Buch des Sommers, den Ernährungskompass oder auch ein beliebig anderes Buch als Hörbuch geschenkt bekommen kannst, wenn du dich hier für ein kostenloses Probeabo bei Audible anmeldest. Du kannst jederzeit kündigen und behältst das Buch deiner Wahl trotzdem für immer. Den Link hierzu findest du in der Beschreibung. Wenn es dir bis hierhin gefallen hat, bewerte diesen Podcast gerne auf Apple Podcasts mit einer positiven Bewertung und teile ihn mit den Menschen, die auch Freude an diesem Podcast haben könnten. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dann, dein Philipp.